Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Artback 5 Jahre Wee Beastie. Heute habe ich eine Neuerscheinung der Brennerei Artback hier und zwar einen 5 Jahre alten Single Malt Whisky, der nennt sich Wee Beastie. Ja, also quasi das kleine Monster und ist ein Stück weit so eine Anspielung auf den doch sehr kräftigen Torfrauch, den dieser junge Whisky haben soll. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich bekam im Vorfeld ein Sample von diesem Whisky zugeschickt. Vielen Dank dafür und freue mich, denn dieser Whisky erweitert gleichzeitig auch das Standardsortiment der Brennerei Artback neben dem No, dem Artback 10, dem Corey Reckon und dem Uggedal und soll als fünfter Whisky dauerhaft verfügbar sein. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen 5 Jahre alten Single Malt Whisky, der zum einen in ehemaligen Bourbonfässern aus Amerika reifte, zum anderen in ehemaligen Oloroso Sherryfässern aus Spanien, ist mit 47,4 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt, der Whisky ist nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert und soll wohl der rauchigste Artback sein. Wie kann das sein, dass der so rauchig ist, trotz der 5 Jahre? Dazu sei gesagt oder allgemein mal so ein bisschen die rauchige Produktion von Whisky durchleuchtet. Auf sogenannten Malzböden wird die Gerste ausgebreitet. Ja? Die wird befeuchtet, dadurch fängt sie an zu keimen bis zu einem gewissen Stadium. Dann möchte man aber auch das Keimen wieder stoppen. Das macht man, indem man unter den Malzböden ein Feuerchen macht. Und wenn man dieses Feuer jetzt mit Torf schürt, das ist der natürliche Brennstoff, den man in den Mooren sticht, das sind so braune Klumpen, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dann steigt eben durch das Verbrennen des Torfs dieser charakteristische Rauch auf und legt sich auf das Gerstenkorn. Je nachdem, wie lange man da das Torffeuer schürt, umso rauchiger wird der Whisky. Später, wenn man ihn ins Fass füllt, baut sich der Rauch von Jahr zu Jahr weiter ab in komplexere Aromen. Ja, bedeutet, je länger so ein Whisky im Fass liegt, desto weniger Rauch hat er letztendlich. Umso kürzer er im Fass liegt, desto mehr Rauch hat er. Bedeutet, wenn der Kollege hier bei Artback 5 Jahre in den Fässern lag, dann ist er wohl vermeintlich sehr rauchig. Aber dessen werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal oder davon werde ich mir ein Bild machen und mal schauen. Die UVP für diesen Whisky ist 37,49 €. Das ist mal ein Artback, der bezahlbar ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Flasche kommt jetzt auf den Markt im April. Ich habe keine ganze Flasche da, wie gesagt, nur dieses Sample. Deswegen muss ich hier mal auf diesem Zettel zeigen, wie die Flasche aussieht. Ein bisschen untypisch für Artback ist diese rote Schrumpfkapsel. Ansonsten die typische Flasche, hier halt so ein bisschen mit den Krallen angedeutet. Dieses Biest. Jo. So sieht dann dieses Sample aus. Tatsächlich wollte ich eigentlich zu diesem Whisky gar kein Video drehen, weil ich sehe da nicht so den Sinn darin, dass zeitgleich alle Vlogger und Blogger gleichzeitig so ein Sample zugeschickt bekommen und gleichzeitig über diesen neuen Whisky berichten. Aber so viele haben mir geschrieben und haben gesagt, du Pat, du bekommst doch bestimmt diesmal wieder ein Sample, kannst du nicht ein Video drehen, kannst du was dazu sagen, uns interessiert, wie du den Whisky findest und letztendlich habe ich mich dann doch dazu entschieden, ein Video zu drehen, zum Wohle der Allgemeinheit. Ich meine, ich mag die Artback Whiskys. Manches passt mir nicht so, was Preispolitik und Marketing betrifft, aber gut. Das ist ja dann jedem selbst überlassen, ob er einen Artback Whisky kauft oder nicht. Ne? Zu den Produkten kann ich in den seltensten Fällen, was die Qualität betrifft, was Negatives sagen. Der Whisky ist nicht gefärbt. Für 5 Jahre hat er schon eine ordentliche Farbe, was einfach an diesem gewissen Anteil an Sherryfässern liegt. Ich würde jetzt mal sagen, vom Farbton ist er genau wie der Artback 10, so ein leicht heller Goldton. Jo. 5 Jahre sind nicht allzu viel. Manche junge Whiskys in dem Alter haben noch so ein bisschen was, ja man sagt metallische Jugend, einfach so ein etwas scharfer metallischer Geschmack, was ein Indikator für Jugend ist, der über die vielen Jahre im Fass verloren geht. Also der Artback 10 hat das beispielsweise nicht mehr. Also ordentlich rauchig ist er definitiv. Aber der Rauch, der geht hier in so eine Richtung, ich würde jetzt nicht sagen alter Kamin, für mich geht es eher in so eine Richtung, ja so doof sich's anhört, riecht für mich so ein bisschen wie Gummiabrieb. Und es ist jetzt nicht untypisch, ich habe das tatsächlich oft bei jungen Islay Whiskys,
Eben aufgrund der Tatsache, dass der Rauch noch nicht so stark durch das Fass oxidiert ist oder im Fass oxidiert ist, haben manche Islay-Whiskys, wenn sie jung sind, so einen Touch von verbranntem Gummi. Habe ich hier auch, ist aber nicht negativ. Ich hatte es in der Vergangenheit bei vielen rauchigen deutschen Whiskys, also Gummiabrieb des Todes, im negativen Sinne. Hier rieche ich es auch, aber im positiven Sinne stört mich nicht, das will ich damit sagen. So ein Hauch von der Süße ist da hinten dran so ein bisschen zuckrig. Ja, also dafür, dass es eine kräftige Vanille ist oder Karamell, dafür lag er noch nicht lange genug im Fass. Das hat so was Zuckriges. Und eine gewisse Kräuternote, die mich total an Wacholder erinnert. Aber total. Im Sommer trinke ich gerne nochmal einen Gin Tonic, deswegen ist Wacholder bei mir sehr präsent im Kopf, was das Aroma oder den Geruch betrifft. Und der erinnert mich ein Stück weit an Wacholder. Und so kann man es eigentlich relativ schön zusammenfassen. So ein rußiger Rauch mit so einem Touch von Gummiabrieb, einem Hauch von der Süße und eben diesem kräutrig-wacholdrigen. Slange. Schön pfeffriger Antritt, ja, da ist Dampf dahinter, ein bisschen von der Jugend gefördert, aber dieses Metallische habe ich jetzt hier auf jeden Fall nicht. Der Rauch, der braucht einen Moment, bis er zuschlägt, aber wenn er dann kommt, dann schlägt er ordentlich zu, richtig rußig, aschig, dreckig. Und deswegen haben sie den wahrscheinlich Wee Beastie genannt, weil der Rauch erstmal einen Moment braucht, aber wenn er kommt, dann kommt er richtig. Im Abgang lässt der Rauch aber nach, lässt ein bisschen Platz für die Kräuter. Ich schmecke auch hier den Wacholder. Also das ist ein Whisky, der schmeckt ganz genauso, wie er riecht. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Artbeck den wirklich an den Anfang seiner Core Range gelegt hat, so als Türöffner, als das Standardprodukt. Ganz einfach, weil er nach ein paar Sachen riecht, aber nach genau diesen paar Sachen auch schmeckt. Also der lässt sich auch von einem Einsteiger sehr, sehr schön aufschlüsseln, zerlegen, verriechen und verkosten. Auch der Alkoholgehalt. Also ich habe hier keine Schärfe oder nichts Negatives. Jetzt kommt tatsächlich beim zweiten Mal riechen so ein Hauch von der Frucht dazu, aber ich tue mich echt schwer. Die Fruchtigkeit ist auf jeden Fall von den Cherryfässern gefördert. Der Ugedal beispielsweise, der reifte ja auch zu einem gewissen Teil in Cherryfässern und die Frucht bei dem geht für mich in so eine dunkle Beerenrichtung, möglicherweise Brombeer. Ja? Und hier habe ich so Ahnenklänge davon. Aber diese Fruchtigkeit ist auf jeden Fall den Cherryfässern geschuldet, weil das ist jetzt keine Limette oder so oder eine Zitrone oder eine Birne. Das ist schon etwas Gedeckteres. Aber das liegt ja ganz dezent im Hintergrund und verdrängt jetzt so ein bisschen den Wacholder. Aber ja, schön, dass jetzt auch noch eine Frucht dazu kommt. Also bisher kann ich nichts bemängeln bei dem Whisky. Er ist jung, aber verhältnismäßig gut gereift. Er wird jetzt auch vom Rauch ein bisschen Artbeck charakteristischer. Jetzt tendiert er eher so ein bisschen in dieses klassisch Torfrauchige, was man beispielsweise auch vom Ten kennt. Dieser Gummiabrieb geht jetzt ein bisschen in den Hintergrund. Aber das ist jetzt echt nicht negativ gemeint, ja. Gummiabrieb klingt so beschissen, klingt's wirklich, aber ist hier nicht störend. Es riecht halt einfach so ein bisschen wie eben Gummiabrieb. Jetzt beim zweiten Mal probieren ist das Pfeffrige nicht mehr so präsent. Die Süße ist ein bisschen deutlicher, dieses Zuckrige. Aber ich finde es cool, weil er braucht, also er ist nicht von vornherein rauchig. Man nimmt ihn auf die Zunge, bisschen pfeffrig, bisschen süß, bam, dann Rauch, dann aschig, dann rußig, dann gib mir dreckig. Und Richtung Abgang lässt dann der Rauch nach, ein bisschen Platz für die Kräutrigkeit. Der Wacholder kommt durch, Eiche nicht wirklich, aber das muss er bei 5 Jahren auch nicht haben. Ich finde ihn okay. Ja, schön. Also ich bin froh, dass ich dieses Video gedreht habe, obwohl ich es ja zu Anfang gar nicht machen wollte. Jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich ihn echt gut finde. Und ja, so eine Erkenntnis für mich aus diesem Video ist auch, dass man durchaus, wenn Artbeck was gut macht, auch mal loben kann. Ja, und nicht immer nur kritisiert, wenn einem irgendwas sauer aufstößt. Ja, also auch eine Erkenntnis für mich. Ich finde ihn für die 37,49, die er kostet, beziehungsweise der Preis, der da aufgerufen wird als UVP, finde ich ihn echt cool. Es ist ein Wissen,
Whisky, der jung ist, aber für seine 5 Jahre doch ordentlich gereift und kann man auf jeden Fall mal probieren. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich an dem Whisky aussetzen soll. Ja? Wenn ihr ihn probiert habt oder probieren werdet oder es vorhabt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, wenn ihr ihn dann im Glas habt, was ihr von dem 5 Jahre alten Wee BC haltet. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen und dauerhaft verfügbar sein soll er jetzt ab April. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!